Me, Myself and I, das erste Album von Neil Young. Ich warte seit Jahren darauf. Als ich mit meiner Sammlung anfing, habe ich mir gesagt, an dem Tag, wo du dir das in Ruhe anhören kannst, bist du ein glücklicher Mensch. Können wir kurz reden, bevor du die auflegst? Sei so nett. Wie? Jetzt sofort? Michelles große Leidenschaft ist der Jazz. Als er eines schönen sonnigen Morgens auf einem Flohmarkt auf eine seltene Schallplatte stößt, muss er sie unbedingt haben. Oh, so viel ist das nicht wert. Sind Sie verrückt? Das Album ist ein Juwel. Ach, wirklich? Aber ja, das ist ein Album von unschätzbarem Wert. Naja, ich suche schon ewig. Für mich ist Yua ein Genie auf der Klarinette. Also wie viel? Sagen wir 50? Einverstanden, 50. Voller Vorfreude begibt er sich mit der erworbenen Rarität nach Hause, um allein und in aller Ruhe den sanften Klängen des Tonträgers zu lauschen. Wenn es nicht zu lange dauert, was ist los? Naja, es geht um Sebastian. Was hat er denn wieder gemacht? Eben nichts. Er verschwendet sein Leben. Ich mache mir Sorgen um ihn. Er verschwendet doch nicht sein Leben. Gut, er arbeitet nicht, aber er ist schwer beschäftigt. Er ist Globalisierungsgegner. Ja, Cherie, es ist schwer, die Gesellschaft ändern zu wollen. Das ist ein Vollzeitjob. Ich meine es ernst, Michelle. Es geht ihm nicht gut. Doch aus der gewünschten Ruhe wird leider nichts. Zuallererst macht ihm seine Frau ein schockierendes Geständnis. Dann taucht auch noch sein unzuverlässiger und launenhafter Sohn auf. Es geht um Sebastian. Nein, nicht der schon wieder. Er verschwendet sein Leben. Guten Tag, mein Großer. Du bist ein Mann ohne Herz. Oh, das würde mich wundern bei meinem Herzhasen. Die verderben mir noch, Me, Myself and I zu genießen. Ah, guten Tag, Monsieur Michel. Sie heute hier? Ich störe Sie doch nicht. Gehen Sie nach Hause, Ihr Mann wird schon warten. Er ist tot. Er ist, verdammt, stimmt, er ist tot. Elsa! Was machst du? Doch nicht etwa Staubsaugen. Lassen Sie das sein! Aber ich los! Das ist meiner! Sie weiß von uns. Du machst dir völlig umsonst Sorgen. Nein, verdammt, sie hat keinen Schimmer! Was wollen Sie denn jetzt? Die Decke in meinem Wohnzimmer ist klatschnass. Ich werde Sie nicht hereinbitten. Natürlich nicht. Nein, nein, es ist doch nur, weil ich spät dran bin. Leo! Klar. Michelles Mutter stört seine Ruhe mit ständigen Telefonanrufen und zu allem Überfluss schmeißen seine Nachbarn am selben Tag eine große Party. Geht das nicht ein bisschen leiser? Scheiße. Sehr charmant. Ich meine, was machst du hier? Nathalie, die Wahrheit sagen. Aber warum heute? Warum ausgerechnet heute? Warum? Weil verdammte Scheiße! Ich glaub's nicht. Ich hatte doch gesagt, ich will mir das Album anhören. Was machen all die Leute hier? Kleine Nachbarschaftsfeier. Das ist heute echt mein Tag. Du bist ein Egoist. Ich bin ein Egoist. Ich... Essa, was willst du hier? Ich will mit dir reden. Wollt ihr mich in den Wahnsinn treiben, oder was? Damit endlich Ruhe einkehrt, schreckt Michelle auch nicht vor Lug und Betrug zurück. Doch verlangt es ihm einiges ab, den ohnehin schon chaotischen Tag nicht komplett in einer Katastrophe enden zu lassen. Jetzt hören Sie doch auf! Es ist uns egal, ob Sie Pole, Italiener oder Engländer sind! Das hat für uns keinerlei Bedeutung. Was wir wollen, ist, dass Sie arbeiten, ohne das ganze Haus zu fluten. Das ist ein Versicherungsfall. Habe ich nix Versicherung? Wie, du nix Versicherung? Habe ich nicht angemeldet? Er ist nicht angemeldet? Das ist doch gar nicht so. Sie mich bezahlen schwarz. Ja, stimmt, ja, das ist auch wieder wahr.